Also erstmal für die, die es jetzt auch auf YouTube sehen, das ist wieder ein Stream und ja, ich heiße euch jetzt erstmal herzlich willkommen zurück. Und ja, ich habe mir jetzt überlegt, ich spiele jetzt einfach mal ein paar Runden, also circa 2 Stunden werde ich da insgesamt haben. Und wir sehen auch, wie viel davon nachher circa auf, also wie viel insgesamt auf YouTube hochgeladen wird. Wahrscheinlich wird es 1,5 Stunden oder so werden. Also nicht durchgehend, sondern in einzelne Folgen aufgeteilt. Aber ja. Your ban. 5 seconds remaining. Und wir bannen wie immer die Draw Ranger. Ah ja, und ich werde jetzt einfach die Jungle Mission machen in dem Stream hier. Einmal bannt man nicht Sniper und es wird Sniper gepickt. Ah, wie herrlich ist das. So passt. 10 seconds remaining. Wir haben auf jeden Fall einen PA auf der Midlane, wie es aussieht. 5 seconds remaining. Ein Ember-Bot mit einem Wiki. Okay. Das ist etwas, was ich jetzt nicht erwartet hätte. Und wir haben offensichtlich eine Wind Ranger hier oben. Passt. Wir spielen gegen Klings. Sniper ist wahrscheinlich auch schon mit. Wird ein Klings off sein wahrscheinlich. 10 mit Monkey, Witch Doctor Bot. Zumindest würde ich das jetzt mal so vermuten, dass sie es so zusammenstellen, ihr Team. Das wäre das einzig Logische jetzt für mich. Ah. Also ist wahrscheinlich wirklich nicht Void, das ist ein guter Offliner. Also haben sie wahrscheinlich nachher wirklich das Void auf der Offline farmt. Mit dem Klings zusammen. Auf jeden Fall, das wird ein hartes Spiel. Das PA-Set sieht geil aus. Ach. Prepare for battle. Ed, und das ist jetzt meine 2. Runde heute oder irgend sowas. Also erwartet nicht, dass ich jetzt schon besonders gut bin. Der Mana-Boots und Blinkdagger. Mit den Items kann ich nachher auch gut retten, mit meinem Ulti zusammen. Und ein Refresher, damit ich genug Mana habe. Ist immer wieder das Schöne. Okay, und wir haben jetzt TPA Top. Aber so, paniken, damit Klings es nicht aufheben kann. Und holen wir uns auch mal ein Panic Sentry. Mit dem, im schlimmsten Fall dewarden wir noch mit dem irgendwas. Ah, Klings ist auf der Midline. Ist Monkey alleine? Aber wie es aussieht, hat er irgend so ein Ward platziert. Ah, da ist ein Witch Doctor. First blood.
Fuck. Hätten wir es geschafft, noch in die Bäume reinzukommen, hätten wir überlebt. Also, solange wir dafür sorgen, dass unsere PA insgesamt den Farm hat auf der Lane, haben wir eh gewonnen. Okay, der Witchdog, der steht da unten. Okay, wir haben den nächsten Kill. So, das wären unsere Items. Gut, unsere PA hat jetzt also noch schon ihre Faceboots. Der Witch Doctor hat schon wieder Sentries. I accept your guidance. So say the spirit. Be bound. Who can it go? So, ich bin wahrscheinlich so ganz knapp tot wahrscheinlich. Oh, 168 habe ich Damage genommen. Fuck. Ich schaue jetzt einfach, dass ich die Warte. Er hat die seine Sentry in den Bäumen drin platziert. Das heißt, wenn wir ihn hier rein platzieren, sollten wir es sehen nachher. Achso, nee, er hat ja hier den Sentry gehabt. Fuck. Okay, jetzt habe ich zumindest nachher meine Boots, dann bin ich ein bisschen schnell unterwegs. Und dann können wir ja mal hoffen, dass wir es überleben. Und verdammt. Es schon immer wieder nur die gleichen Leute rein in meinem Stream. Und sie schmieren den Witch Doctor einfach nur, wer schafft es schneller zu D-Warden. Dire structures are fortified. The spirit moves me. I hear. Okay, wir haben Wiki da. I hear and obey. True form.
interfere in me. Go. You were my target all along. I accept your guidance. Watch well, my pet. The enemy's top tower had to go. As you wish. Fuck, ne, es geht sich nicht. Klings, Monkey und Witch Doctor, das schafft man nicht zu zweit oder auch zu dritt, ist immer zu schwach. Und so PR geht es doch. The enemy's middle tower has fallen. You are heard. Jetzt kommt auch noch ein Void her. Und die Wayne steht einfach nur da. Okay. Das war effektiver, als ich gedacht hätte jetzt von Ember. Er hat zumindest einen Kill geholt. Dann gehen wir auch mal auf die Bottom-Hälfte der Windranger ein bisschen beim Pushen. Okay, das ist nur der Ember. The enemy's bottom tower has fallen. The spirit moves me. I hear you. Ha 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 ha! Thanks, Beauty. Arrows can't hurt me, Sniper. I go! Fuck, macht das einfach viel Schaden. Dem alle entweder haben sie Invis oder irgendwas gegen Invis. Schon irgendwie lustig, wie sie einfach ihr Team zusammen von den Items zusammenholen. Okay, dann defend ich mal die mit. Beziehungsweise den Eis jetzt. Your middle tower was just denied. As you wish. Double damage. Es sind 4 Gegner auf der Bot. Mark your death. Unser Team schafft es, sie low zu bekommen, oder schafft es nicht, sie zu killen? Dire snow fortified their structures. The spirit moves me. Your
bottom tower just fell. Maybe you shouldn't look. The enemy's middle tower. Schaffen wir's raus? Ja. Verdammt, wir haben es geschafft. Wir haben einen Tower von ihnen mal zerstört. Und ich weiß, es ist recht aggressiv, wie ich da jetzt gespielt habe. Aber es rentiert sich halt auf die Dauer für unser Team. Auch wenn wir dafür mal einen Kampf verlieren. Weil es gut geht, verlieren wir eh nur insgesamt ein, zwei Kämpfe, bis unser Ember. Okay, hat sich ein Radiance, verstehe ich nicht ganz warum. Okay. Passt, und so geht's auch gefarmt. So perfekt. Und verdammt, ich weiß, dass ich extrem auch perfekt sage. Ich bin's einfach irgendwie nur lustig. So. So say the spirits. Their price. Okay, wir haben Level 15. Ja, Hexack bringt Zeit, dann können wir so richtig schön eingehen, auch die ganze Zeit aus dem Kampf nehmen, solange wir leben. Meiner Erfahrung nach ist es einfach nützlich, wenn man einfach, zum Beispiel sagen wir jetzt mal, einen Klings rausnimmt komplett. Verdammt, ich mag diesen Wiki. Und wir müssen bald auch unsere TP-Puts holen. Weil wir brauchen eigentlich relativ bald unsere Octoring Core. Oh, stimmt ja, die können die Klingsachen angreifen. Und wir haben zwei Kills bekommen für an. Das ist perfekt. So, okay, es ist nicht perfekt, ist so. Aber sagen wir sehr, sehr überdurchschnittlich. Okay, unser Ember hat jetzt noch auf sein Radiance. Ich verstehe zwar noch immer nicht genau, warum er ein Radiance unbedingt haben wollte. Aber ja. Weil ich bin der Meinung, ein Magic Ember ist nicht so extrem stark. Ich finde, Rifle Ember sind besser. Also einfach welche, die sich zwei Battlefields holen. Und okay, Maelstrom ist immer stark. Vor allem im Early Game einfach 160 Bonus Schaden. Auf jeden vierten Angriff. Also einfach 40 Bonusschaden, könnte man jetzt sagen, pro Angriff. Das ist schon stark, aber ja, ist einfach meiner Meinung nach besser, wenn man einfach die Gegner schneller tot bekommt auch. Und das macht man halt nur mal mit einem mit einer Battle Fury.
corn for you. To my I return. Rune of double damage. Unstoppable! I see you. Yeah. Und er hat natürlich sofort das MKB gerusht. Was? Ah! Nullifier Wiki. Sehe ich auch eigentlich nie. Ich glaube, ich sollte ein bisschen mehr reden wieder. I accept your guidance. Wir sind alle zumindest. Ja, wir sind fast alle da und ihr Team ist alles mindestens 20 Sekunden noch weg. Ich habe völlig vergessen, dass hier unten. Auch die Gegner ihren Tower haben. So, also wir sollen jetzt wieder den nächsten Teamfight holen, damit wir es nachher fertig machen können. Und ja, ich blockiere einfach mal ihre Farmspots. Einfach jeder von uns ist auf einmal dort. I accept your guidance. As it please you. Lass unsere Windwind schon noch da drin. The enemy's bottom tower is down. Fuck. Fuck. Okay, wenn die zwei jetzt noch wegkommen. Warte, kann man zu weit wegcasten? Wusste ich gar nicht, dass man es hier weiter weg von sich casten kann. Ich dachte immer, dass die direkt vor dem Klings auftauchen, aber ja. So sieht man halt, dass man nicht alles weiß. Your middle tower is under attack. Middle tower is down. You just let them.
The chains restore me to the world. Your middle tower is under attack. Okay, sind weg. Achso, okay, unser Ember ist weg, das habe ich gemacht. Hätten wir einen Patch oder irgend sowas gehabt, der nachher einfach hier seitlich einen Creep reinhuckt, wo er nicht mehr rauskommt, also der Creep, dann hätten wir uns einfach immer nach vorne zum Wetten nach vorne porten können. Das wäre so geil gewesen. Leider haben wir ja keinen Patch und niemand hat irgendeinen Summon, der permanent ist. Oh, stimmt ja, ich muss noch meine Weekly Challenge machen, dass ich. Ich glaube, mir fehlt noch dreimal das Aegis. Wir haben 2K, das heißt, wir können. Ja, das ist schön. Aside from the spirit. The spirit moves me. Oh, thanks. Einfach mal so richtig schön dumm. Alles die Worten. Und perfekt, der Monkey hat sich dahin begeben. I hear. Ja, und das ist auch noch alles perfekt innerhalb von 2 Centuries. Ah ja, erinnert ihr euch, also die von euch Dota spielen, bisher gespielt haben, wie die Schreine reingekommen sind, war der einfach ein Schrein hier. Also in unserem Jungle, wo ich also hier in dem Bereich, wo jetzt der Sentry steht. Und da waren früher auch noch dort die Ancients. Und da haben die Ancients nachher immer wieder mal begonnen, einfach den Schrein anzugreifen, sobald die von der die Protection ihnen weg war. Das hat einfach immer so lustig ausgesehen. Es ist einfach niemand dort und er stirbt. Auf einmal nachher im Chat einfach die Nachricht, dass der Schrein gekillt wurde. Ach, das waren schöne Zeiten. Ja, ich gehe ja schon die Warden. Das sind meine 300 Gold, wo ich schon. Übrigens, so die habe ich noch nötig. Ah, oh, da ist ein Gegner schon Sentry. Ich habe den Sentry gekillt, den ich haben wollte. So haben wir ein bisschen mehr Vision.
The spirit moves me. Klings bewegt sich runter zur Bot. Your place is here. I accept your guidance. Like a drum. Transmuted. As the change direct. Ich hätte schon noch immer trotzdem das Gold. Oh, aber ich brauche das deshalb. Ich kaufe jetzt schnell die Peepus, damit ich mich nach vorne porten kann wieder. Radiant structures are fortified. Oh, er hat sich die 100 Rüstung während seiner Ulti geholt. Intelligenter Bastard. Zum Verteidigen ist das nicht extrem stark. Weil wenn man verteidigt, ist man eh immer in seiner Ulti drin. Und gerade waren es noch alle auf der Top. Okay, dann greift halt die Nahkampfbaracken an, die an sich ja schlechter sind sogar für uns, weil sie die HP Reach haben. There go the enemy's top barracks. Frosty. Jetzt pushen von uns zwei Lines permanent. Das heißt, jetzt müssen sie mindestens eine Person permanent zum Defenden haben. So. Schön ist einfach die 90 Sekunden auf der Ulti. Ist einfach so herrlich. Connors? Seit wann spielen Leute auf Titanen an in Videospielen? Your middle tower is gone. I tried to warn you. Also 20% der Crit-Chance des letzten 4 Angriffe so haben von ihr nicht gekrittet. The enemy is attacking your middle barracks. Okay, das ist 5. Your middle barracks have fallen. Mann, das muss ja deprimierend sein. Heißt, Schaden mit dem Schock. Haben sie hier irgendwas gewartet? Ah, zumindest jetzt immer nicht den Eindruck. So, jetzt könnten wir theoretisch extrem gut farmen, weil wir auch jede Creep Wave one-shotten. Okay, außer Creep Waves mit Katapulten drin. Und offensichtlich auch nicht die ganz normalen Creeps. Obwohl wir. Okay, 833 und ihr habt 900 HP. Fuck, ich bin es nicht gewohnt, dass die Creeps so schnell stärker werden. Let the fighting recommence! Ich dachte schon, der Void ist in unserem Team. Ah, fuck, ich bin gerade so verwirrt gewesen. Ey, wisst ihr, was ich lustig finde? Es schon immer die gleichen 4 Leute bei mir vorbei. Immer. Also sie schauen nie, ich glaube, nie wirklich so zu lange. Aber ich sehe einfach in meinem Chatbot, dass sie halt im Chat waren.
Und sie müssen im Chat gewesen sein, damit sie, wenn sie, also sie waren im Chat, in dem Stream halt kurz mal reingeschaut haben. Dann pausen wir nochmal, weil irgendwelche Ohrschlöcher im Gegnerteam es nicht verstehen, dass man auf Mitspieler wartet. Ich habe nur einen Kill. Wahrscheinlich auf dem Witchdog oder so irgendwas Kill gehabt vorher mal, irgendwann mal. Aber ich bin halt ein echter Supporter. Supporter holen sich keine Kills. Ah. Ist unsere Windranger. Sie ist noch nicht mal Fullbild. Und sie hat aber 6k einfach. The battle resumes. Great, they're back. I go. How? You are hurt. Fuck. Einfach probieren, die Orte zu kriegen. Das hat den Monkey irgendwie interessant gemacht. Er hat das extra, damit sie eine Ulti-Card rausbekommt, garantiert hier eine Iron Disc geholt. Und jetzt wartet er, also... Eigentlich die einzige Möglichkeit, wie man jetzt noch hinter die Ulti rauszukommen, ist ihn stunnen. Weil durchs bloße Killen geht's ja nicht mehr durch die Iron Disc. Schon geil. Fuck, ich könnte mir auch einfach einen Iron Disc holen. Wie viel kostet die? 3k? Ich habe Überschüsse 2,4. Fuck, es geht sich also nicht genau aus. Also genau nicht aus. Iron Disc wird offensichtlich das nächste Broken Item. Selbstverständlich erst nach BKB. Ich glaube, jetzt ist es von nur noch. Your middle tower has fallen. Don't let your middle tower fall. Middle tower is down. You just let them. Your ancient is under attack. Jetzt müssen wir sie wirklich punishen. Holen wir uns einfach schnell unsere Refresher. Also ich muss an sich, ich muss mehr oder weniger darauf warten, dass unser Ember seine Ulti, seinen Slice of Fist gemacht hat. Damit ich nachher die Möglichkeit habe, Problem ist, ich will jetzt nicht refreshen, weil ich 20 Sekunden oben habe. Dieses fucking BKB regt mich. Das nervt mich so sehr. Er hat nur 7 Sekunden, verdammt. Sie sind jetzt vor allem wieder alle da, das heißt, sie können uns komplett einpushen. Fuck. Das Schlimme ist, es ist ein Turbo und es dauert bald schon 40 Minuten. Also es sind 35 Minuten, okay. Aber mit dem Picking, mit der Picking Phase zusammen sind es fast 40 Minuten. Fuck. Warte, hat oh, der Void hat nicht mal den Agnames, das heißt, er hat noch nicht mal die dauerhaft seine Krone. Sondern wirklich nur Zelten. I
Vor allem sind die einfach so extrem defensiv. Mir ist das scheißegal, wer es nimmt. Ich bin ja iterativ. Wir haben gerade unsere fucking Windranger verloren. Aber okay, wir können pushen. Ist ja nicht so, als würden wir sie irgendwie auch benötigen, damit wir pushen können. Aber ja. Okay, unsere Equips killen zumindest mal ihren Ward auf der Bot. Der Tower hat leider noch ein bisschen zu viel HP. Der Sniper hasst mich. The enemy's middle tower won't be making any more appearances. I accept your guidance. Ich habe komplett wieder vergessen gehabt, dass es möglich ist, einfach mit einem Blink-Dagger der Sniper-Ulti auszuweichen. Das Schlimme ist, wir können nicht pushen ohne meine Ulti, weil wir es einfach nicht schaffen in einem Straight-Up-Fight. Wir müssen es an sich schaffen, mit einem Hinterhalt sie rauszukriegen. Irgendwie. Okay. Wir schaffen es. Ward. Summon my ward. Enemy's middle barracks have fallen. Damage.
So, wir haben die wichtigen von uns haben jetzt auf jeden Fall mal den Buyback. Und der Wind Venture, ja, keine Ahnung, was die immer mit dem Geld macht. Auf jeden Fall spart sie auf keinen, nicht den Buyback. Warte, unser Ember hat einen Real Skull. Deceptive Rune of Invisibility. Fuck. Is over. Vom, jetzt müssen wir alle buybacken, wenn sie zu unserer Base kommen. Weil wir haben noch nicht mal geschafft, die Mega Creeps zu bekommen. Hätten wir die Mega Creeps wenigstens gehabt, dann hätten wir es sogar ohne Buyback vielleicht geschafft. Fuck. Wenigstens haben wir es probiert gehabt noch. Auch wenn es wirklich schade ist, dass wir es im Endeffekt nicht mehr geschafft haben. Aber ja. So ist nun mal das Leben. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und bis zum nächsten Mal.